Konnichiwa. Aus der Region Tokai, immer noch hier bei mir, dem J-Mo mit Nio. Ich gehe kurz zu dem Waffenschmied. Wir wissen eigentlich, was ansteht. Wir wollen eigentlich übergeben, die Fähigkeit der Schmiede verbessert. Die Fähigkeit der Schmiede? Was soll das denn heißen? Dass ich jetzt mehr Sachen machen kann oder dass die Schmiede einfach nur besser geworden ist? Weil hier sehe ich keinen Unterschied. Ich finde es komisch, dass sie hier eine andere Klamotten anhat. Kann ich jetzt andere Frisuren machen? Ich finde es ein bisschen wenig, was sie hier haben. Die hätten ruhig ein bisschen mehr machen können. Ne? Schade. Naja, wir können auf jeden Fall, haben wir das gemacht. Ich habe noch ein bisschen, paar Seelenbilder gemacht. Bisschen was zerlegt, bisschen was verkauft. Das habe ich getan. Aber nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, geht's hier schon in den nächsten Bereich. Und zwar Erinnerung an Todeslinien. Tori Hanzo spricht zu uns. Seltsame Linien blühen zur falschen Jahreszeit und verbreiten einen Gifthauch in Futuramata, der die Feldpflanzen verwelken und die Menschen hungern lässt. Aber ich glaube nicht, dass dies das Werk von Yokai ist. Okatsu kennt diese Gegend gut. Wäre es Yokai gewesen, hätte sie uns schon längst informiert. Es schmerzt mich zwar, das zu sagen, doch für Fürst Ieyasus Leben auf dem Spiel steht, sein Leben auf dem Spiel steht, kann ich keine Ablenkung zulassen. Wenn du gehen musst, William, geh ohne mich. Ich werde mich auf den Weg nach Hamamatsu machen. Ja, okay, danke. Was auch immer. Und ich werde dahin gehen. Auf geht's. In der Stadt Futuramata in der Provinz Totomi vereinen sich die Flüsse Tenryu und Futuramata. Das und die Nähe zur Handelsroute macht Das und die Nähe zur Handelsrouten machten die Stadt zu einem unschätzbaren, wertvollen Ort für die Armee der Tokugawa. Obwohl die mächtige Familie der Takeda das Gebiet einst für sich beanspruchte, konnte Ieyasu es erfolgreich zurückerobern. Futuramata ist auch bekannt als Todesort von Ieyasus ältestem Sohn Nobuyasu. Nobuyasu? Dann muss das doch ein Adoptivsohn sein, weil Nobuyasu von Nobunaga auf jeden Fall irgendwas ist. Interessant. Wir gehen hin. Juni, Futuramata, Provinz, Totomi. Da sind wir. Gerade erst angekommen. Laufen wir hier umher. Ein bisschen neblig. Wenigstens ist mal nicht Nacht, sondern einfach nur Nebel. Auch nicht unbedingt das 9 plus Ultra, aber was soll's? Wir nehmen, was wir kriegen können. Und schauen wir erstmal, mit was wir es hier zu tun haben. Ein neues Gebiet. Ich habe doch da gerade was gehört. Hat sich nach Yokai angehört. Ja, es sind Yokai. Okay, gut. Ich werde trotzdem versuchen, das Odashi zu benutzen. Ein Stein gibt's. Wow, geil. Ein Monster? Aber was für ein Monster redet der? Der arme Kerl. Den hat's scheinbar erwischt. Ach, hier sind das diese Blumen hier? Ist alles sehr neblig. Na, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Aus dem Grund heraus, weil also, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von Pflanzen, deswegen kann ich jetzt nicht dazu sagen, oh ja, das ist voll strange. Radmönche, ich mag die nicht.
Machen wir mal hier ein bisschen sauber. Ach, da oben. Wow, der lebt einfach noch. So, jetzt nicht mehr. Ach, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich spare mir immer alles auf, benutze gar nichts. Ne? Mach's mir selber einfach schwerer. Wir können einfach hier Wetzsteine benutzen. Wir haben sau viele. Wenn ich alleine 5 benutze, sollte das unsere Gegenstände dermaßen auf Vordermann bringen. Ja, fast. Bis auf der Bogen. Dass wir da jetzt definitiv mehr Schaden machen sollten. Oh, die essen da was. Gut, ich gehe mal kurz zurück, weil ich jetzt hier die Fähigkeit freigeschaltet habe. So. Dann schauen wir mal, was sich hier verbirgt oder verbarg. Barg, barg. Ah, okay. Gut zu wissen. Mal die etwas stärkere Klinge. Ja. Gute Nacht. Edler Prinz. Ich weiß nicht, was er da gerade überfahren hat, aber ich find's cool. So eine Hütte. Ganz im Wald versteckt. Ich weiß nicht. Also, ich persönlich, ich würde es nicht bevorzugen. Oh. Ich würde es nicht bevorzugen, alleine irgendwo in so einer Hütte, irgendwo in einem Wald zu wohnen. Es würde mich doch sehr ängstigen, muss ich sagen. Stimmt, wir müssen noch Kodama suchen, das darf ich nicht vergessen. Hm. Aber von solchen Hütten gab es wahrscheinlich damals relativ viele. Aber ich muss auch sagen, ich bin halt auch ein bisschen geprägt durch diese ganzen japanischen Horrorspiele. Wo es dann eben, naja. Wo es dann eben sowas gab wie Hütten irgendwo in der Pampa und dann kommen da irgendwelche Geister und die Unterwelt und ne. So weiter und so fort. Ich den auf dem Gewissen? Oder jemand anderes? Okay. Ich weiß noch nicht, wo ich genau bin. Also ich versuche jetzt, mir den Weg hier so ein bisschen zu erschließen. Ah. Ist eine Bank. Konnte man sich ausruhen. So gemerkt, konnte. So. Okay, ja gut. Dann habe ich den Bogen gemacht. Genau, hier oben waren dann die Typen, haben an dem scheinbar genagt. Und die haben wir dann mit dem Plattstein gemacht. Was? Ganz ehrlich, das wollte ich nicht. Ich wollte da nicht reinspringen. Oh, ist das dämlich. Ah, ist das dämlich. Naja, egal. Auf ein neues! Hey! Das ist echt tückisch hier, ne? Jetzt habe ich mir das wieder geholt. Da gibt's, es ist einfach mal... ja, wenn man nicht aufpasst, ist man tot. Weil es hier einfach tiefe Gewässer gibt. Hier auch, ne? Man meint, ach ja, da kann ich rüber. Pustekuchen, kannst du nicht. Wer nicht aufpasst, der stirbt. Ganz einfach.
Ah, ganz schön verwinkelt das hier. Jedes Mal, wenn ich das aufmache, denke ich mir, ja, jetzt springt da so ein Dachs raus. Okay, die gehen aber hier drauf. Das ist scheinbar jemand Wichtiges. Blutiges Grab von Reboot Raiga. Stufe 88. Okay. So, da hat er uns ein bisschen erwischt. Wem dankt er vom ganzen Herzen? Das hört sich komisch an. Dass sie wieder alle auferwacht sind? Oder wem? Und den Leuten dankt er dafür? Okay, ein bisschen hier aufpassen, wo wir hier lang gehen. Ich habe keine Ahnung. Da sehe ich einen Kodama rumstehen. Ich glaube, ja, hier gehen wir richtig. Sehr gut. Und es fällt ins Wasser und ist weg. Das wäre auch so bezeichnend. So, okay. Haben wir noch so einen Typen? Und eine heiße Quelle. Ab mit dem Kopf! Der hat uns hier das mal gleich mal klar gemacht. Okay, den können wir auch so erreichen. Gut, dass das hier nur ein Fluss ist, kein was auch immer. Hier geht's das relativ straight drunter. Ah, stimmt, diese blöden Räder. Ob die im Wasser unschädlicher sind? Oder leichter? Ich weiß es nicht. Hat er uns gesehen? Nee, scheinbar nicht. Gut, dann kämpfen wir erstmal gegen den hier im Wasser. Gegen Otaro der Dekadente. Wow. Relativ viel Schaden gegen den. So, Mr. Dekadenter, du hast, glaube ich, keine Hose getragen, wenn ich das richtig gesehen habe. Du Schwein! Wie viel können wir hier noch im Fluss langlaufen? Ohne dabei zu sterben, als wenn hier plötzlich wieder irgendein Loch ist. Ah, die Dinger! Oh, was? Die sind gar nicht mehr so leicht. So. Oh. Level ist groß. Kriegen wir aber schon gewuppt, das Ganze. Hier ist zum Beispiel, ja. Dass man hier nicht zu weit geht, ne? Loa Chess Subject Number One. Tödlich gestürzt. Ich glaube, ich weiß wohin. So, komm her. Ah!
verstehe das nicht. Warum manchmal das so lange dauert, bis man hier irgendwas ja, draufhauen kann oder so. So, dann wieder einen Berg hoch. Wo war denn jetzt? Achso, hier. Wie gesagt, da ist noch einer und da fährt ein Rad. Ich glaube, gegen das Rad... Habe ich gegen das Rad gekämpft? Ich weiß nicht. Wir werden mal rübergehen gleich und da ein bisschen gegen die Schweine da kämpfen. Gegen das Rad meine ich, nicht gegen die Schweine. Ah, ich steck dir fest. Oh, ich hasse diese Räder, ey. Die sind echt... Hab ich. Okay, cool. Nichtsdestotrotz haben wir den jetzt bewerkstelligt. Ah, okay. Ja. Gut. Ich glaube, jetzt habe ich den Bogen wieder geschlossen. Ja, genau. Hier ist die Bank. Sehr gut. Das dachte ich mir schon. Nice. Wo bist du? Da. Rückweg zeigen. Ich suche ja euch gerne auf, meine Freunde. Okay, ich bleib jetzt hier mal oben. Ich will eigentlich noch in diese Hütte rein. Nee, komm, ich kämpfe erstmal gegen was auch immer hier ist. Wow. Das hat so überhaupt nichts gebracht. So, machen wir das mal kaputt hier. Upsi. Oh, vier große Kommandanten. Das hört sich nicht schlecht an. So, dann gehe ich mal hier kurz aufs Dach. Schnapp mir den Mann hier. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier passiert ist. Also... warum wir hier genau sind, weiß ich auch nicht. Weiß nur, ja, hier sind irgendwo Lilien. Und deswegen sind wir hier. Rio Fuda. Von einem einäugigen Onitot-Schlorge. Was sind das? Den Contest oder was? Konnte ich das gerade nicht... Ach, shit. Okay, keine Ahnung. Ich hab, eigentlich wollte ich nicht in diesen Stil wechseln. Hier ist Sackgasse, okay? Okay. Ja, das werde ich noch aktivieren, aber noch haben wir ja Zeug und ich wollte noch ein bisschen vorankommen hier.
in dem Bereich. Deswegen schauen wir mal, was gibt's hier noch. Ihr Verhalten ansehen. Ich weiß gar nicht, um was es hier geht. Wieder irgendeine traurige, nein, nicht rachsüchtige Frau, aber... Sada, da gehe ich mal wieder raus. Locken wir den Herrn doch mal raus hier. So. Eine etwas stärkere und eine schwächere Waffe ist immer, glaube ich, gut in Kombination zu benutzen. So. Haben wir ihn enthörnt. Den Herren. Was hat er hier bewacht? Aha, aha, aha. Strategenrüstung. Zu dem Tempel da vorne. Und sie hat es leider wahrscheinlich nicht geschafft. Was ist das denn hier? Okay. Hier erkennt man auch wirklich schlecht, was hier eigentlich abgebildet ist teilweise. Okay, ich glaube, jetzt kann ich doch darüber laufen, weil wir zwangsweise quasi wieder hier zurückgehen können. Nochmal hoch und dann... Ja, ich mache das mal kurz. Ich aktiviere das. Und dann sehen wir uns... dann mache ich einen kurzen Sprung. Ah, nee, mache ich nicht. Ich weiß, was ich mache. Ich steigere noch mal kurz. Ah, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Ja, kann schon sein, dass jetzt eine Folge vorbei ist und ich jetzt nicht sonderlich viel gemacht habe. Ich schaue mir kurz nochmal den Segen an. Ich habe den Orakelsegen. Ich glaube, das ist auch okay. Ja, ist okay. Stufenaufstieg, Stufenaufstieg, Stufenaufstieg. Wir gehen natürlich auf Magie. Yep. Genau. Ich werde hier wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen. Wie gesagt, ich springe gleich rüber zu dem anderen Ort. Ich gucke mir noch mal kurz die Fähigkeiten an. Können wir hier noch großartig was beisteuern? Jetzt brauchen wir 5. Also da muss ich sparen tatsächlich. Und hier? Ach stimmt, ach ja, hier muss ich eigentlich auch sparen, damit ich dann auf der anderen Fähigkeit weiter steigern kann. Und hier brauchen wir 7 Punkte. Okay, das machen wir auch noch. Oder, Moment, ich weiß, was ich mache. Ich benutze ja das Odashi, dann kann ich ja ruhig das hier machen. Aha. Tiefe Haltung, du nutzt den Schwertgriff, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Nehmen wir den mal. Und... Ne, während der Verteidigung brauchen wir das nicht. Ja, ich belasse es erstmal dabei. Ah, okay. Oder ich warte eigentlich, bis ich das hier habe. Und steigere das hier weiter mit Nahkampfwaffen plus 4. Ist, glaube ich, ganz gut. Dann sparen wir uns darauf mal die Punkte. Na gut, ich laufe jetzt mal wieder zu dem Ort, zu dem Bad. Und dann sehen wir uns von dort aus wieder. Wenn wir die andere Seite dieses Ortes hier quasi uns anschauen. So, kleine Planänderung. Ich habe gerade gesehen, hier gibt es einen Weg, nachdem hier der Stein runterrollt. Wo ich noch gar nicht war. Und zwar hier. Ich weiß nicht, ob es hier ein Kodama oben sich versteckt. Wahrscheinlich nicht. Aber hier, den Typen gibt's. Oh, leider hat er keine Nachricht für uns. Das ist schade. Ja, ich kürze mal ab. Ich spring mal hier runter. So. Und dann gehen wir mal hier hinten lang. Wir sind ja quasi schon da, wo ich hin wollte. Nur, dass wir hier noch den Herrn, glaube ich, besiegen müssen. Zack. Mega easy. Und los geht's. Bam, 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 bam. So, hier wollte ich eigentlich einsteigen. Bin halt ich ein bisschen früher eingesteigen. Eingesteigen. Gut Deutsch, ich sprach. Er sprach gut Deutsch. Da muss ich kurz dann gleich nochmal gucken, aber ich laufe erstmal hier lang.
und sammle das Geld bis zu dem Punkt zumindest ein. Und dann gehen wir mal hier runter. Ich bin mal gespannt. Ich versuche mal den Typen ins... Ah, okay. Ins Wasser zu locken. Das uns einen Vorteil bringt, weiß ich nicht. Heiliges Wasser. Wir müssen auf jeden Fall die Augen offen halten. Und die Ohren. Na? Okay. Jawohl. Das war ganz cool. Das war ganz cool. Das hat mich gefreut. Ja, ich entwickle, glaube ich, zu jeder Waffe jetzt irgendwie eine Vorliebe. Bis jetzt. Also man muss halt nur lernen, wie man sie beherrscht. Dann geht das auch wunderbar. Hier stapft doch jemand rum. Der schon wieder. Na, halt still. Halt still. Bam. Ich wundere mich manchmal über die Werte, tatsächlich. Die man hier erreicht. So. Aber manchmal macht man 5000 Punkte und dann reichen schon 1600, um so einen Gegner hier abzuknallen. Das ist manchmal ein bisschen irritierend, tatsächlich. Oh shit, da sind Schirme. Hallo. Oh, ich weiß, was ich mache. Moment. Haha. Das auch noch. Alter! Okay, man muss einfach ein bisschen mehr in den Nahkampf mit denen reingehen. Das ist halt das Schwere, weil die sind so weit weg. Aber gut, haben wir es geschafft. Ich wusste gerade nicht, bloß nicht genau, wie ich gegen die kämpfen soll. Noch mehr Omnium-Magier locken und Haare. Was, ich frage mich immer, was machen wir mit den Haaren? Rauchen wir die? Essen wir die? Oder was? So, junger Meister. Welcher junger Meister? Über wen reden wir? Irgendwas ist passiert. Die Frage ist nur was. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Okay, der Weg windet sich in mehrere Bereiche. Da lauert einer auf uns. Dann gehen wir erstmal hier lang. Der Wasserstopf. Schopf, Topf. Ah, hallo, kleiner Mann. 7 müssen wir von euch finden. 4 habe ich schon. Oh, geil, ey. Voll verkackt. Naja. Bin ich halt einfach runtergefallen. Was? Ich komm, ach so. Ich wollte gerade sagen, hä, ich komme hier nicht hoch. Doch, doch, komme ich. Nur anders. Achso, ich will die Erinnerung ja noch lesen. Moment, umwerfen. Umwerfen! Bams! Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist die Brücke, das ist jetzt... Ich habe jetzt eine... Ah, eine Abkürzung gemacht. Okay. Okay, okay. Alles gut. Dann können wir schneller rüber, falls wir drauf gehen. So, was haben wir aber Neues hier freigeschaltet? An Informationen. Besudeltes Land. Aha. Futuramata, der tragische Ort von Tokugawa Nobunagas Nobuyasus Tod. Ah, stimmt, das war das Ding. Nachdem er von niemand
Geringerem als seinem Vater den Befehl erhalten hatte, Seppuku zu begehen, schwelten sein Zorn und seine Empörung noch lange nach seinem Ende weiter. Der Gifthauch, der Futamata durchzieht, hat nur noch wenig davon übrig gelassen. Wurde er aus Nobuyasus Zorn und durch sein ungerechtes Ende erschaffen oder durch den Kummer seiner Mutter, die ihr einziger Sohn genommen wurde? Wie gesagt, ich glaube, es war nur nur sein Ziehsohn von Ieyasu, glaube ich. Aber gut, es war halt Adoptivsohn, nichtsdestotrotz, den er wahrscheinlich von Kindestagen hat erzogen. So, blöder einäugiger Oni. Manchmal frage ich mich, warum. Also, ja. Ich meine, die können sich in die. Gute Frage, ein Yokai-Kind. Ich meine, es kann sich in einen großen verwandeln. Wir müssten doch nicht zwangsweise gegen ihn kämpfen. Wir hätten ja auch irgendwas anderes machen können.